Hier befinden wir uns nun im ITEM-Testlabor. Nachdem wir erfolgreich alle Richtlinien der europäischen Norm getestet haben, widmen wir uns jetzt den amerikanischen Normen. Und wir beginnen hier mit dem Handlauf. Jetzt testen wir den Handlauf. Um die Anforderungen der OSHA zu erfüllen, müssen wir diesen Handlauf mit 200 Pounds belasten. Das bedeutet 890 Newton. Dabei darf die Durchbiegung des Handlaufes nicht mehr sein wie 8 mm. Auf dem Handlauf wirkt jetzt eine Last von 90 Kilogramm. Das entspricht ungefähr 900 Newton. Und ich lese ab zwischen 5 mm und 5,1 mm. Damit haben wir die OSHA bestanden. Jetzt testen wir die Knieleiste. Laut OSHA muss diese mindestens 150 Pounds aushalten. Das entspricht 667 Newton. Wie Sie hier sehen, halten unsere Verbinder bis zu 70 Kilogramm, was 700 Newton entspricht, locker aus. ITEM, Ihre Ideen sind es wert.